Hi Leute, hier ist euer Glumanda-Fan 1990, 99, sorry. Und wir machen die Türchen 20 bis 22 auf. Türchen 20, da haben wir, Spielzeugmagier drin. Da Spielzeugmagiers Effekt, du kannst diese Karte von deiner Hand als Zauber in deine Zauber- und Fallenkartenzone setzen. Okay. Während der Endphase, falls diese gesetzte Karte in deiner Zauber- und Fallenkartenzone in diesem Spielzug durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wurde, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Falls diese Karte als Flipbeschwörung beschworen wird, zerstöre Zauber und Fallen auf dem Spielfeld in Höhe der Anzahl Spielzeugmagier auf dem Spielfeld. Sehr praktisch ein Spielzeugdeck. Das zu sagen, das war Nummer 20. Bei 21 haben wir ein Exis-Monster drin. Da haben wir Nummer 41 Bargoska, der schreckliche müde Tapir. Sein Effekt ist zwei Monster der Stufe 4. Okay, das ist ja einfach. Der Effekt ist, einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase hängst ein Material von dieser Karte ab. Falls du dies tust, zerstöre... Was? Soll ich diese zerstören? Diese Karte in Angriffsmodus kann nicht durch Karteneffekte von deinem Gegner zerstört werden. Dein Gegner kann diese Karte in Angriffsposition nicht als Ziel als Karteneffekte wählen. Solange diese Karte in der offenen Verteidigungsposition liegt, ändere alle offenen Monster auf dem Spielfeld in die Verteidigungsposition. Zusätzlich annulliere die aktive Effekte von Monstern, die in Verteidigungsposition liegen, als der Effekt aktiviert wurde. Okay. Hört sich sehr brauchbar an, aber ich finde es doof, dass man die zerstören muss. Naja, packen wir die rein. Nummer 22, der vierte Event. Ich wünsche euch auch allen erstmal einen schönen vierten Event. Hallo? So, jetzt. Was haben wir denn da drinne? Da ist die wunderschöne Geisterschnitter und Winterkirschblüte. Boah, ich mag dieses Artwork jetzt schon. Wow. Und Zombie-Empfänger. Die wunderschöne Karte, der Effekt ist, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, Schnelleffekt ist das, du kannst diese Karte abwerfen, zeige eine Karte in deinem Extra-Deck vor, dann sieh dir das Extra-Deck deines Gegners an. Zusätzlich verbanne alle Karten in deinem Extra-Deck mit demselben Namen wie der vorgezeigten Karte. Du kannst diesen Effekt von Geisterschnitter und Winterkirschblüten nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ist bewöhnungsbedürftig, der Effekt. Du weißt ja nicht, was dein Gegner halt in Extra-Deck drin hat. Aber ich mag das Artwork. Könnte meine Lieblingskarte werden. So. Das war sozusagen die vorletzte Video. Die anderen zwei kommen dann auch noch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen vierten Advent, euer Glumanda-Fan 1999.